Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje und heute möchte ich zusammen mit euch meine aufgebrauchten Produkte mir angucken. Und wenn ihr wissen wollt, was ich aufgebraucht habe und was ich zu den Produkten zu sagen habe, dann bleibt doch bitte dran. Ja, ihr habt es ja eben schon gesehen, ich habe mal wieder für euch gesammelt und es sind einige Sachen wieder in meiner Kiste gelandet. Aber bevor wir was aus der Kiste nehmen, nehme ich erstmal was ich hier nebendran stehen habe. Und das ist nämlich von e.l.f. die Camo CC Cream. Die habe ich mir gekauft, weil ich sie mal ausprobieren wollte und testen wollte, weil die ist mit Kollagen, Peptiden und Niacinamide, SPF 30. Hatte ich dann in der Farbe Fair 120. Also abgesehen davon, dass die Farbe mir zu hell ist, muss ich sagen, finde ich diese CC Cream super schrecklich. Also zumindest auf meiner Haut. Ich kann euch leider jetzt nicht so ganz nah ranholen, aber hier an den Stellen hier bei den Augen ist die weg. Die ist einfach weg. Ich weiß nicht, ich habe da keinen Concealer, nichts hingemacht. Ich habe nur diese BB-Cream aufgetragen, habe ein bisschen Lidschatten aufgetragen. Und hier habe ich nichts mehr gemacht. Jetzt war ich gerade mal oben was essen. Das ist ungefähr 2 Stunden her, dass ich sie aufgetragen habe. Und sie ist einfach weg. Keine Ahnung, wo sie hin ist, aber auf jeden Fall hat die sich hier komplett aufgelöst. Die ist einfach nicht mehr da. Was ich auch sagen muss, die betont super doll meine Poren. Deswegen wird die jetzt auch leider wegwandern. Vielleicht, ja, habe ich ja noch jemanden, der die vielleicht nochmal selber für sich ausprobieren möchte und testen möchte. Aber für mich kommt die auf jeden Fall in die Aussortierkiste, weil ich werde die nicht nochmal benutzen, weil das hat überhaupt gar keinen Sinn. Werde ich mir auch nicht nochmal nachkaufen. So, dann gucken wir mal weiter. Dann habe ich hier etwas aufgebraucht. Ihr wisst ja, ich bade super gerne und ich hatte mir hier von TT Sept wohlige Winterwärme mit Orangenöl und Zimt. Und ich muss sagen, also einmal die Farbe war ganz doll. Also das war hier so ein knalliges Orange war das. Und das hat super gut gerochen, war super angenehm. Das hier ist auch ohne Mikroplastik, ist vegan und die Verpackung ist aus 25% Recyclingmaterial. Also das hier wäre auf jeden Fall, was ich wieder nachkaufen würde. Jetzt natürlich nicht genau dieses, weil jetzt wird es ja ein bisschen sommerlicher. Dann habe ich lieber so gerne leichtere Düfte. Aber ansonsten wäre das was ich mir wiederholen würde, weil das war einfach super gut, hat super gut gerochen, war super angenehm. Deswegen, ja. So, dann habe ich hier etwas von Akaya. Das war ja in einer Box drin und zwar die Star Collection. Das waren 3 Ampullen. Das war eine mal Hyaluron, einmal Golden Repair und einmal eine Kollagenkapsel. Und die waren gut. Also waren jetzt auch kein unangenehmer Geruch oder so dabei, weil ihr wisst ja, ich mag das ganz gerne, wenn das angenehm riecht. Auch wenn der oder die ein oder andere Probleme mit so Duftstoffen habe. Also das habe ich grundsätzlich bei meiner Haut nicht, auch wenn sie manchmal empfindlich ist, aber mit Duftstoffen hat sie an sich keine Probleme und ich mag es persönlich ganz gerne, wenn ich etwas in mein Gesicht schmiere, dass es dann auch nach etwas riecht und ja, hier das war auf jeden Fall super. Brauche ich mir jetzt im Moment nicht nachkaufen, weil ich habe noch genug Ampullen, aber die waren auf jeden Fall gut. So, kommen wir einfach zur nächsten Ampullenkur. Hier, die habe ich auch aufgebraucht. Die war in irgendeiner Apothekenbox und zwar von Euboss Anti-Age Hyaluronic Deep Effect Ampullenkur. Und das war dann für eine ganze Woche eine Ampullenkur. Ne? Ja, war super, die war angenehm. Würde ich mir wieder kaufen. Aber wie gesagt, brauche ich im Moment ja nicht. So, dann habe ich hier etwas, das fand ich richtig gut. Und zwar von Madara Organic Skincare Deep Moisture Regenerating Night Cream. Also diese Verpackung, die fühlt sich ganz komisch an, so rau. Aber fand ich auch irgendwie ein bisschen witzig. Aber die Creme drin, die fand ich super gut. Die war sehr angenehm, hat sehr angenehm gerochen. Also ich kann den Duft leider nicht beschreiben, aber ich fand den sehr angenehm und das war ja eine Nachtcreme und die habe ich ab und zu, wenn meine Haut da mal so ein bisschen gestresster war, ein bisschen dicker aufgetragen, aber ist super gut eingezogen über Nacht und das wäre was ich mir nachkaufen würde, wenn ich nicht noch so viel hätte. So, dann habe ich hier von Mermaid & Me dieses Coconut Bay Hair Oil.
das soll die Haare also anfeuchten und man soll dann keinen Spliss bekommen. Also unabhängig davon, dass das nach Kokos riecht, ziemlich doll, hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass das wirklich was geholfen hat. Also bei meinen Haaren hat das jetzt nichts gebracht, außer dass die Haare nach Kokosnuss geduftet haben. Ansonsten habe ich da keinen Effekt gemerkt, deswegen würde ich mir das auch nicht nachkaufen. So, dann habe ich hier etwas. Das ist ein Setting Spray von Morphe. Das hatte ich mir mal geholt. Das war von The Sweet Peach. Also es hat auch nach Pfirsich gerochen. Das war ziemlich gut, aber werde ich mir nicht nachkaufen, da ich keine Produkte mehr von Morphe kaufe. Weder Pinsel noch irgendwelche anderen Produkte. Deswegen würde ich das nicht nachkaufen. Aber es gibt ja noch genug andere Setting Sprays, die gut sind und die ich mir nachkaufen kann, wenn meine denn dann mal leer sind. So, dann habe ich hier etwas. Puh, das ging gar nicht. Das ist von Alverde eine 5-in-1 Zahncreme mit Nana-Minze. Also, die habe ich auch nicht leer gemacht, weil die habe ich ein paar Tage benutzt und ich hatte danach so ein furchtbares Gefühl im Mund. Meine Zähne haben sich nicht sauber angefühlt. Ich hatte so einen ganz komischen Geschmack im Mund und deswegen ging die gar nicht. Die fliegt jetzt definitiv in den Müll. Ja, hier habe ich was von Asam und zwar Vitamin C Bright. Das ist die Augencreme. 7 Milliliter und die fand ich super, super gut. Die ist auch sehr ergiebig. Die habe ich lange für gebraucht, bis sie denn dann leer war. Aber das ist was, das würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Finde ich sehr, sehr gut. Also die ganze Vitamin C Reihe finde ich sehr gut. So, dann kommen wir mal zu der ersten Maske. Und zwar von Balea. Und das war echt witzig. Und zwar ist das eine Handschuhmaske mit Matcha und Granatapfelextrakt. Und das ist hier, ich habe es ja euch extra mal aufbewahrt. Das hat man hier so riesige Handschuhe und da packt man seine Hände rein. Das war echt witzig. Das Blöde ist halt nur, meine Hände mögen sowas nicht so gerne. Also wenn man nicht die in so Plastikhandschuhe packe. Deswegen war das leider nicht ganz so von Erfolg gekrönt. Würde ich mir persönlich nicht nachkaufen, aber wenn man kein Problem damit hat, so Plastikhandschuhe anzuziehen, ist das super gut. Meine Hände vertragen das nicht gut, daher würde ich das nicht nachkaufen. So. Ja, hatte ich ja von Balea noch die Tuchmaske Be Fresh und die fand ich super gut. Ja, das ist ja die mit dem Koala-Bärchen und da sieht man wirklich aus wie so ein kleiner Koala-Bär. Die Maske war sehr angenehm, wäre was ich mir nachkaufen würde. So, dann habe ich hier noch etwas leer gemacht. Das ist von Batiste, ein Trocken- und Anti-Frizz-Haarshampoo für krauses oder widerspenstiges Haar mit pflegendem Kokos. Da hatte ich mal in irgendeiner Box drin. Also bei mir funktioniert das gut. Ich kann damit meine Haare dann nochmal ein, zwei Tage retten, damit ich sie nicht so oft waschen muss, weil meine Kopfhaut das nicht so gerne mag, wenn ich zu oft wasche. Deswegen funktioniert ganz gut. Also werde ich mir auf jeden Fall nicht nachkaufen. Ich habe noch genug Trockenshampoos und ich bin im Moment auch auf der Suche nach Alternativen zu Batiste. So, dann haben wir hier noch einmal Ampullen von Doctor's Formula und zwar Brighten Up. Das waren auch mehrere Ampullen, die fand ich auch ganz gut. Die waren auch vom Duft okay. Daher, wenn ich nicht noch so viele hätte, könnte man die eventuell vielleicht nachkaufen. Ich weiß allerdings nicht, wie viel sie kosten. Falls ich es finde, schreibe ich es euch da noch daneben. Aber wir haben ja auch, es gibt ja auch genug Ampullen, günstigere wahrscheinlich, die man sich auch so nachkaufen kann. Dann habe ich hier, die ist so toll, das ist die Vitamin C Glow Feuchtigkeitscreme von M. Asam und die ist toll. Die riecht super angenehm, die lässt sich super gut auftragen und meine Haut mag diese Creme super, super, super gerne. Sind, Moment, wie viele ist denn hier drin? 50 Milliliter, genau. Also wie gesagt, die werde ich mir mal nachkaufen. Wenn sie mal wieder im Angebot ist, weil die war wirklich, wirklich gut. Ich weiß gar nicht, wo ich hier weitermachen soll. Ach so, hier. Die waren auch mal in irgendeiner Box drin und zwar sind das Hair, Skin and Nails, so Vitamine, es waren 3 Kapseln. Da kann ich jetzt nicht wirklich sagen, ob das jetzt meinen Haaren und Nägeln oder meiner Haut irgendwas gemacht hat. Ich habe die genommen,
wirklich was gemerkt habe ich nicht. Keine Ahnung. Muss man wahrscheinlich entweder länger ausprobieren oder so, aber ja, würde ich mir jetzt eh nicht nachkaufen. So, dann habe ich hier, da habe ich leider schon den Aufkleber abgemacht, und zwar habe ich hier eine Duftkerze aufgebraucht von Ava in May, und zwar ist das die Honolulu Bahamas. Schwerer Name. Das ist meine, ja, mitliebste Duftkerze von Ava in May. Und diese Gläschen, die behalte ich auch, weil dann kann man nämlich, die kann man schön sauber machen, den Klebi abmachen. Und dann hat man noch so ein schönes Gläschen, wo man dann, wie ich das auch hier gemacht habe, einfach ein Teelicht reinstellt. Und dann schimmert das total schön durch. Also die werfe ich auch nicht weg, die verwende ich immer wieder. Und ich wollte euch nur mal zeigen, dass ich die nicht nur kaufe, sondern sie auch wirklich benutze. Ich habe nur die anderen, die ich jetzt alle gebraucht habe, immer vergessen zurückzulegen für ein Video. Deswegen dachte ich, zeige ich euch die mal. So, dann habe ich hier etwas leer gemacht. Es war auch mal in irgendeiner Box, und zwar von Beaver, ein Anti-UV Cherry Blossom Aroma Mist. Blossom? Das heißt Blossom. Also eine Cherry Kirschblüte. Mensch. Gott, Gott, Gott. Furchtbar. Also ich fand, das hat super angenehm gerochen. Das habe ich mir gerne mal auf die Haare gesprüht. Hatte ich auch im Sommer ganz oft, also ganz oft, aber öfter benutzt, wenn wir an den Strand gefahren sind, weil das ja auch so UV-Schutz war, und ich fand es super angenehm. Würde ich mir jetzt aber nicht nachkaufen, weil ich habe noch genug Sachen da, und ja, mir extra was für die Haare kaufen zum Einsprühen, damit die nach etwas duften, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber war nett, es mal auszuprobieren. So, dann habe ich hier etwas, die tue ich auf jeden Fall mal weg, weil die finde ich ganz schrecklich. Das ist so eine Creme von My Little Beauty, also von der My Little Box. Jetzt habe ich wieder viel zu viel geholt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt so sehen könnt, aber hier sind so Glitzerpartikelchen drin. Das sieht man jetzt hier nicht so. Also die duftet komisch. Also ich finde den Duft komisch, und die glitzert. Und dann hat man die ganze Zeit diese Glitzerpartikel auf der Haut liegen, und man sieht das total, und das finde ich einfach nicht schön. Ich persönlich mag das einfach nicht. Jetzt brauche ich ein Tuch. Deswegen werde ich die jetzt einfach aussortieren, da ich sie nicht nochmal benutzen werde. Ich habe es jetzt mehrfach versucht, aber das geht gar nicht. Diese Glitzerpartikel, die gehen mir dann so auf die Nerven, wenn ich mich dann im Spiegel angucke. Und dann, wenn man dann mal ins Gesicht fasst, dann hat man die an den Fingern und verteilt sich das überall hin. Deswegen diese ja, Gel Funky Fresh, weiß ich jetzt nicht, weil das, die soll eigentlich dafür da sein, dass wenn man eine lange Nacht hinter sich hat und ein bisschen extra Pflege braucht, ja, weil hier Kaktus- und Pfingstrosenextrakt drin ist, soll man einmassieren, strahlen, fertig, aber funktioniert bei mir nicht. Ich habe nur überall den Glitzer, deswegen wandert die weg. So, dann habe ich hier etwas leer gemacht. Das ist von Catrice, der Instant Awake Concealer in Neutral Light. Also ich finde das so ein bisschen eklig hier mit diesem Schwärmchen vorne dran. Man hat dann überall im dir das Produkt dran hängen, und das finde ich ein bisschen unhygienisch. Ja, an sich war der ganz gut. Der hat bei mir auch ganz gut funktioniert, aber den würde ich mir auch nicht nachkaufen, weil wenn man sich überlegt, wie viel ist denn hier drin? 1,8 Milliliter ist ja schon relativ teuer, und da gibt es andere, die bei mir besser funktionieren und wo mehr drin ist und die auch etwas günstiger sind dann umgerechnet. So, dann habe ich hier etwas leer gemacht. Das ist eine Zahncreme gewesen, und zwar eine Amarilli Licoris Mavis, also Zahnpasta. Die sollte nach Lakritz schmecken. Also die hat nach allem geschmeckt, nur nicht wirklich nach Lakritz. Und richtig gut fand ich die auch nicht, würde ich auch nicht nachkaufen. So, dann habe ich hier noch was leer gemacht von Asam, von Pure Vitamins, eine Kontur-Augencreme. Da waren jetzt 30 Milliliter drin. Das hat relativ lange gedauert, bis ich sie jetzt leer hatte. Aber die fand ich gar nicht so schlecht. Die passende Creme dazu, die fand ich ja nicht ganz so gut, beziehungsweise auch den, ich glaube das Serum, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber hier die Augencreme, die war gut, würde ich mir aber nicht nachkaufen, weil ich die von der Vitamin C-Serie einfach besser finde. Dann habe ich hier was leer gemacht. Das habe ich jetzt schon so lange stehen gehabt. Das ist von Ricarda M. Power C Care
Power Orange Shower Foam. Also das ist aus dieser PCC-Reihe von der Ricarda. Das war so ein Duschschaum und der war richtig cool. Der ist so schön aufgegangen und der hat richtig gut nach Orange gerochen. Aber jetzt ist das Fläschchen leer und wandert auch weg. Und da ich im Moment genug Duschgel und Duschschaum und sonstiges habe, kaufe ich es auch nicht nach. So, hier ist dann die Tagescreme, über die wir gesprochen haben, von Pure Vitamins. Das sind 100 Milliliter gewesen. Ja, ich hatte mir irgendwie ein bisschen mehr von der Creme versprochen. Würde ich mir nicht nachkaufen, da mir ja, wie gesagt, die Vitamin C-Reihe viel besser gefällt. Also funktioniert bei meiner Haut einfach besser. Die hier war nicht schlecht, aber die andere ist einfach ein Ticken besser. Und hier die fand ich vom Geruch nicht so angenehm. Die ist zwar gut eingezogen, aber ihr wisst ja, ich mag das, wenn auch die Cremes ein bisschen nach was Gutem riechen. Und da ist die Vitamin C-Creme auf jeden Fall besser. So, dann habe ich hier noch was leer gemacht. Von Nivea Hyaluron-Micellen-Reinigungsgel. Reinigt sanft und spendet sofort Feuchtigkeit, kein Abspülen nötig. Und das muss ich sagen, das hat mir echt gut gefallen. Weil das ist, war so ein schönes blaues Gel, das habe ich auf das Wattepad gemacht und habe mir damit halt das Make-up runtergeholt. Und das hat super gut funktioniert. Ich habe danach natürlich nochmal eine Reinigung, also ein Reinigungsgel benutzt, um die Haut danach nochmal sauber zu machen. Aber zum Abnehmen vom Make-up fand ich das richtig gut. So. Dann habe ich hier etwas weggetan. Das ist auch von My Little Beauty. Das ist so ein Mousse Blur, steht da drauf. Und zwar, wenn erst einmal die Basis stimmt, gibt es keinen Grund, sich um den Rest eines Looks den Kopf zu zerbrechen. Und mit diesem Mousse, das zu 97% aus natürlichen Inhaltsstoffen besteht und dazu auch noch frei von Silikonen ist, lösen sich lästige Hautprobleme in Luft auf. Ein haselnussgroßer Klacks genügt, um die Unreinheiten, große Poren und Fältchen zu kassieren. Kaschieren. Ja, irgendwie hat das bei mir so nicht so wirklich gut funktioniert. Ich weiß nicht, was der Grund dafür ist, aber auf jeden Fall wandert das jetzt mal weg, weil ich werde es nicht weiter benutzen. Daher für mich leider nichts. So, hier haben wir von Eveline Cosmetics Magic Skin CC Beautifying Moisturizing Cream. Anti-Redness, also das 8-in-1. Ja, die hat eine ganze Zeit, hat die wirklich gut bei mir funktioniert und jetzt seit ein paar Monaten tut sie es irgendwie nicht mehr. Also die löst sich super schnell auf und so ein bisschen sollte die auch schon auf der Haut halten. Also ich möchte jetzt nicht alle 2 Stunden mir das nochmal auffrischen und das kriecht bei mir auch in meine Poren und meine Falten rein, deswegen wandert die jetzt leider auch weg. So, hier den musste ich aussortieren, der ging nämlich gar nicht. Der ist von Maria Gallant, ich weiß nicht genau, der Mascara Super Extension. Und boah, ich weiß nicht, was die Ursache dafür ist, aber dieser Mascara, wenn ich mir den auf die Wimpern auftrage, fangen meine Augen an zu jucken. Ich weiß nicht wieso, aber das geht gar nicht, weil ich fange dann irgendwann die ganze Zeit an, meine Augen zu reiben und reibe mir das dann natürlich in die Augen. Und deswegen habe ich den jetzt aussortiert, weil der geht nicht. Ich weiß leider nicht, was die Ursache ist, weil so an sich ist der, sieht der ganz schön aus und so, aber ich vertrage ihn leider überhaupt nicht. So, dann haben wir hier nochmal was von Balea. Und zwar straffende Hydrogel-Augenmaske Glowing Moments mit Koffein-Hyaluron. Die fand ich super gut. Die werde ich mir auch nochmal nachkaufen. So, hier ist was, genau. Das hier habe ich jetzt auch leer gemacht und mir auch schon wieder nachgekauft. Und zwar von DM ist das Sundance 50 Anti-Age Sonnenfluid für Gesicht und Dekolleté. Langanhaltende Feuchtigkeit mit Hyaluron und Q10. Beugt sonnenbedingten Pigmentflecken und Fältchen vor. UVA und UVB und IAA-Schutz. Ja, den benutze ich immer, wenn ich morgens mein Gesicht eincreme, weil ein bisschen, also Sonnenschutz muss sein, gerade jetzt, wo die Sonne ja wieder kommt und wieder richtig runterbrennt. Und ich benutze das eigentlich das ganze Jahr über. Ja, 50 braucht man jetzt normalerweise im Herbst oder so nicht, aber wenn ich die Tube auf habe, benutze ich sie halt auch leer. Und die habe ich mir nachgekauft, weil ich fand die richtig gut. Was ich aber dabei sagen muss, die macht das Gesicht ein bisschen weiß, zieht aber super schnell ein und ist dann auch zack, ist das Gesicht wieder gut. Also
Es ist überhaupt kein Problem und ich vertrage die super gut und deswegen habe ich die auch nochmal nachgekauft. So, das hier mag ich auch sehr, sehr gerne. Und zwar ist das von La Roche-Posay, das Hyaluserum B5. Das war auch in irgendeiner Box drin und das mag ich super gerne. Das zieht sehr schnell ein, das riecht super angenehm. Es sind 10 Milliliter, also da brauche ich immer ein Weilchen, bis ich es leer habe. Und ich denke, das werde ich mir auch irgendwann, wenn ich alle anderen aufgebraucht habe, nachkaufen, weil ich hiervon echt super, super begeistert bin. So, dann habe ich hier nochmal eine Haarmaske von Mermaid & Me. The Pure Algae Clay Mask habe ich wieder leer gemacht. Ja, ich benutze diese Haarmasken im Moment nur noch. Was halt ganz gut funktioniert ist, diese Haarmaske von Mermaid & Me und ein Haarshampoo von Balea zum Beispiel, weil die vertrage ich, wenn ich die Haarmasken mit benutze. Habe ich jetzt festgestellt. Ich zeige euch auch mal in einem anderen Video mein Haarshampoo und mein Conditioner, den ich im Moment benutze und die anderen Produkte, die ich für die Haarpflege jetzt benutze. Und dann sage ich euch das nochmal genau. Aber wie gesagt, hier diese Haarmasken, die sind so toll. Die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Es wäre halt cool, wenn es vielleicht dazu Alternativen geben würde, die einen Ticken günstiger wären, weil so ganz so günstig sind die nicht. Aber die helfen meiner Kopfhaut und daher nehme ich die auch weiterhin. So, dann habe ich hier noch eine kleine Kerze leer gemacht. Boah, ich liebe den Duft und dieses Glas ist super schön. Wie gesagt, hier werde ich den Aufkleber noch abmachen, das Innere nochmal auswaschen. Dann habe ich ein super schönes, da kann ich sogar eine kleine Kerze reinmachen von der Größe. Ne? Und das ist von Avon May Tulum Mexico. Super toller Duft, super schöne Kerze. Kaufe ich mir auf jeden Fall irgendwann wieder nach. Aber im Moment habe ich erstmal genug. So, dann habe ich hier etwas von Starskin aufgebraucht und zwar Eyecatcher Smoothing Biozellulose Eye Masken. Also die Masken von Starskin sind super gut, würde ich mir aber niemals so kaufen, weil die mir einfach zu teuer sind. Aber wenn die in Boxen drin sind, nehme ich die natürlich gerne mit. So, dann habe ich hier noch eine Maske leer gemacht von Isana, eine Gelmaske Vitamin Power. Die fand ich auch super angenehm, die war also wirklich durchsichtig. Ich trage solche immer gerne mit dem Pinsel von Luvia auf, gerade wenn ich in der Badewanne liege, mir eine Haarmaske reingemacht habe, dann packe ich mir auch noch eine Maske aufs Gesicht und dann eine Duftkerze an und dann eine Runde entspannen, funktioniert bei mir immer. Deswegen brauche ich im Moment aber nicht nachkaufen, weil wie ihr ja hier hinten seht, habe ich noch genug Masken da. So, dann habe ich etwas leer gemacht, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ich, mein Mann, keine Ahnung, auf jeden Fall Larisé. Da habe ich jetzt in letzter Zeit öfter mal was bestellt, weil mein Mann hat einen super hohen Verbrauch an Parfums. Und zwar ist das hier die 146. Finde ich super praktisch. Ich gucke dann auch immer mal, wenn die so Aktionen haben, dass es die vielleicht nochmal günstiger gibt, weil hier diesen 50 Milliliter, da kostet so ein Fläschchen 20 Euro, da kann man eigentlich nichts sagen. Und wir haben jetzt schon einige gute Düfte gefunden und ja, mal sehen, wann die nächste Flasche hier landet. So, dann habe ich noch einen Duft leer gemacht. Ist jetzt von einer anderen Marke und zwar von LR. Pure bei Guido Maria Kretschmer und boah, den Duft, den mag ich. Der ist so toll. Der riecht so, so, so gut. Aber ich habe im Moment noch so viel. Deswegen kaufe ich mir die nochmal im Moment nicht nach. Aber irgendwann bestimmt, weil der riecht ganz, ganz toll. So, dann habe ich hier was leer gemacht. Das ist auch gut. Also Morning Expert Hyaluronic Serum von This Works. 10 Milliliter. Und das hat unfassbar lange wirklich gedauert, bis ich das leer hatte, weil hier brauchte man wirklich ganz, ganz wenig. Das war super angenehm, hat super gut gerochen, ist sehr schnell eingezogen und hat sich super gut auf der Haut angefühlt und das würde ich mir definitiv nachkaufen, auch wenn das nicht günstig ist. So, dann habe ich hier was weggetan. Das ist von Catrice aus dieser Sungasm Limited Edition, dieses Pore Refining Tinted Mousse. Funktioniert bei mir überhaupt nicht. Ich finde das ganz schrecklich und deswegen packe ich das mal weg. Also es ist so ein, ja, wie man halt sagt, so ein gefärbtes. Also ich habe jetzt den Glitzer hier überall. Ich muss gleich erstmal meine Hände waschen gehen. So, das ist halt wirklich so ein festes Mousse.
Das fühlt sich so ganz angenehm auf der Haut an, wobei es, ich finde, es fühlt sich an, als ob man so ein bisschen Silikon verreibt, ehrlich gesagt. So, also dann fühlt sich die Haut halt super weich an. So, aber wenn ich jetzt das so nebeneinander halte, glaube ich, seht ihr da nicht irgendeinen Unterschied. Und ich mag dieses Gefühl auf der Haut irgendwie nicht. Und ich finde halt, ja, Pore Refining ist das bei mir nicht. Sieht noch genauso aus wie vorher. Deswegen brauche ich das nicht, sortiere ich aus. Ja, das ist einer meiner liebsten Masken. Und zwar von Dr. Botanicals, die Pomegranate Superfood Regenerating Sleeping Mask, weil das ist eine Maske, die man über Nacht drauf tut und so was. Super praktisch. Die riecht gut. Danach fühlt sich die Haut echt super weich und super gepflegt und super schön an. Deswegen ist das so eine, die ich mir auch nachkaufen würde. Irgendwann, wenn ich mal die anderen aufgebraucht habe. Und ja, dann würde ich euch jetzt noch einen super schönen Tag, super schönen Abend wünschen. Je nachdem, wann ihr mein Video guckt. Bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz schnell wieder. Bis dann. Ciao, ciao.